Herzlich willkommen zurück, die Leute, zum deinem Part von Let's Play Pikmin 4. Wir hatten im letzten Part hier unsere Basislager aufgebaut. Otzin war leider am Ende ganz schön erschöpft, sag ich mal. Und allgemein war das Ganze relativ knapp. Aber wir haben es erfolgreich geschafft, das Basislager aufzubauen. Ja, und müssen jetzt ein bisschen weiter erkunden, Rohstoffe sammeln und Missionsmitglieder, also Mitglieder finden. Das ist so ein bisschen so die Hauptmission quasi, die wir jetzt machen müssen. Ich würde sagen, let's go! So, zuallererst mal sollten wir mal neue Pikmin. Generell erstmal ein paar Pikmin holen, würde ich sagen. Wäre ganz wichtig, dass wir unsere blauen wieder haben. Und vor allem machen wir mal 4 blaue. Und einige an roten. Kommt her, Kollegen. Dann tun wir gleich noch mehr herholen. So, ich finde es witzig, wie der Hund dann da immer so hilft. Aber damit können wir nämlich neue Pigments holen und das ist ganz wichtig. Vor allem, wenn man welche von den kleinen Teilen verloren gehen. So, wir brauchen auf dem Manns wieder Nektarsees, weil die noch nicht so weit sind zum Beispiel. Und hier ist jetzt zum Beispiel wieder ein neuer. So, da ist auch noch so ein Teil. Genauso wie hier und hier. So, und ihr seht gerade, wir sind schon wieder zurück. Also wir müssen dann mit der Biel vielleicht auch wieder losfahren, quasi zu unserem nächsten Ort, wenn man so will. Aber das machen wir jetzt auch gleich. Dieses All-Is-Core-Problem. Das bekommen wir hin. So, jetzt machen wir mal ganz kurz den Sound. Okay. Dann mal Ei in die Beagle. Ach nee, wir müssen ja zuerst mit dem Dude hier reden. Expedition. Ich hoffe, er ist ganz aufgeregt wegen Otzins Wachstumssub. Hört doch mal an, was sie zu sagen hat. Und Russ möchte auch etwas mit dir besprechen. Vielleicht wartest du mit den Erkunden besser, bis wir mit beiden gesprochen haben. Okay, Seven, wir fangen mal an. Was zuerst suche ich mal meine 3 verbliebenen Pikmin. Muss immer aufpassen, dass man die ganze Sippe dabei hat. So. Also. Was gibt's? Training also. Sobald ihr beide bereit seid, können wir mit dem Training beginnen. Trainieren wir. So, dann kann das Training ja losgehen. Das wird seine Zeit dauern und nicht leicht werden, aber ihr schafft das. Okay. Das Wissen über Rettungshundtraining wird in der Shepard-Familie über Generationen hinweg weitergegeben. Du musst wissen, dass Otzin problemlos neue Funktionen, Fertigkeiten lernen kann, wenn er genug Motivation hat. Ja. Außerdem in der Schule. Ich kann auch viel Neues lernen, wenn ich eine Motivation hätte. Was er zuerst lernen sollte, hängt davon ab, wie ihr beide bei der Arbeit vorgehen möchtet. Setzt ihr auf Kraft, um eure Transporte zu leistern, oder trainiert ihr den Hubs, um Kreaturen effektiver zu bekämpfen? Doch besinnt euch auch gut auf das Dandori, bevor ihr eine Entscheidung trefft, denn eine gute Strategie geht über alles. Also, was haben wir denn zum Beispiel? Sprint 2. Auf dieser Stufe ist die Aufladezeit etwas verkürzt. So kann Otzin leichte Kreaturen rammen, die sich bewegen. Wäre jetzt eine Möglichkeit, zweite Möglichkeit ist eben dieses Hubs. Okay, das macht die Angriffe deutlich besser und das zweite ist mehr Kraft. Damit können Kreaturen schneller von A nach B geschoben werden. Ich würde fast sagen, dass Hubs für mich das strategisch sinnvollere ist und ich denke, dass es bis deshalb dafür entzieht, wert ist einfach mal ganz fress. Davon investieren wir einfach mal 2. So, ein Motivationsding, jetzt habe ich es noch, damit könnte es so die Kraft auch noch machen.
Das invertiere ich gleich da rein. Dann habe ich gleich zwei Sachen gelernt. Das ist doch super. Gut gemacht, Azin. Und hier habe ich die perfekte Belohnung für dich. Für jedes abgeschlossene Training erhältst du einen Knusperknochen. Gib ihn Azin als Belohnung von mir. Ah, das ist jetzt ein guter Moment, um dir zu erklären, wie du Items verwendest. Okay, Kalle. Bin gespannt. Öffne die Aktion, in denen du Y gedrückt hältst. Öffne damit Hilfe von L deine Tasse. Dort findest du all deine Items, such die einfach heraus, was du gerade brauchst. Aha. So. Na komm mal her, Otzin. So. Ich hab was für dich. Und wir haben sogar noch einen für dich. Na komm mal her, Otzin. Fang den Knochen. Ja, fein gemacht. So, das war's doch, oder? Wenn du Otzins Training abgeschlossen ist und alle Fähigkeiten gemeistert hat, eröffnet euch das neue Perspektiven. Aber wir können doch gerade nicht mehr trainieren, oder? Sehr gut, dann sollen wir mal sofort beginnen. Eben, gerade kann man gar nicht mehr trainieren. So. Irgendwer wird doch mit mir sprechen. Hier. Der Russ. Erlaube mir, mich erneut vorzustellen. Ich bin Russ. Ich bin sozusagen das Gehirn dieser Mission, der Rettungscrew. Aha. Aus deinen Rohmaterialien sowie meinem handgefertigten Komponenten kann ich diverse Items und Hilfsmittel anfertigen. Ich kann mit Stolz sagen, dass bei der Erfindung... Und die betroffen sind. Mein zweiter Vorname ist nämlich auch Perfektion. Im Austausch gegen Rohmaterial erhältst du von mir Hilfsmittel. So leistest du auch einen Beitrag zu meiner Forschungsarbeit. Gelegentlich gehen mir allerdings die Komponenten aus. Geschieht dies, besuche das Labor einfach am nächsten Tag. Okay. Hier kann man also Hilfsmittel erhalten. Ich habe 64 Materialien, damit ist keines entweder Flammschutz. Mit diesem hochwertigen, feuerresistenten Stoff ist man vor jedem Inferno geschützt. Also heißt, da fackelt man quasi nicht direkt ab, wenn man da irgendwie ins Feuer geht. Ich könnte mir aber auch noch Frostschutz holen. Diese Erfindung sorgt dafür, dass der Körper der Wärme wahrt, nie wieder frieren, selbst bei Minustemperaturen. Das Ding ist, ich persönlich... Leite es jetzt mal strategisch ganz korrekt ab und überlege, was ist in Real Life für mich eine kritische Situation. So. Und für mich im Real Life eine kritische Situation ist, wenn ich friere. Weil ich weiß nicht, mit Hitze gar kein Problem. Es ist besser zum Teil im Sommer so, dass 30 Grad in meine Dachgeschosswohnung pressen. Ich habe keine Klimaanlage. Es ist kacke, aber ich kann damit leben. Und was ich gar nicht leben kann persönlich, ist, wenn es einfach viel zu kalt ist. Deswegen... Frostschutz. So, wir müssen mehr von Teilen sammeln, da können wir auch noch mehr holen. Da gibt es auch noch dementsprechend andere Sachen. Dann könnte man beispielsweise auch den Pikmin Otzin feuerresistent machen, da wird sein Schwanz nicht mehr brennen. Was eine wichtige Sache ist, denn wir wollen da keine brennende Schwänze, ne? Solltest du noch etwas benötigen? Sorry für diese Doppellosigkeit an dieser Stelle. Sollst du etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. Okay, Leute, so, wir gehen jetzt mal los und, reisen mit der Shepard. Hier ist alles bereit, die Beagle kann starten, wann auch immer du das Signal zum Ausbruch gibst. Das ist eine gute Frage, wann es es gibt. Also, wir haben ja jetzt schließlich, Azin trainiert. Und haben sogar so ein, mit Ilya getroffen. Das ist doch schon mal ganz super. Also wir sind quasi bereit, loszuziehen. Weil hier gibt es, glaube ich, ist alles sonst auch nichts anderes Relevantes mehr in der Nähe. Wir haben unsere Pigment, die wir brauchen. Ich würde sagen, es könnte losgehen. Das war jetzt der Mini-Part, in dem wir uns einfach eben nur mal die Sachen angeschaut haben. Aber ich fand das für wichtige Sachen. Und ans, Expeditionieren... geht es im nächsten Part dann wieder weiter. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!